Servus, moin, hallo, Spielefreunde, seid gegrüßt und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Wochenmagazins. Und los geht's! In den letzten Tagen neu von uns getestet. The Fog Escape from Paradise. Da bedroht eine Nebelwand die Insulaner, die zunächst zufällig auf dem Spielplan, genauer gesagt auf dem Strand verteilt und dann von den Spielern in Besitz genommen werden. Mit sieben Bewegungspunkten pro Spielzug und acht verschiedenen Bewegungsarten muss nun jeder versuchen, seine von ihm bewachten Bewohner in die rettenden Boote zu boxieren. Dort angekommene Insulaner bringen Punkte, während der Nebel immer näher rückt und alles verschlingt, was sich in seiner Reichweite befindet. Verloren gegangene Insulaner bedeuten Minuspunkte. Einige Varianten sorgen für Abwechslung. Zu sehen ist auf den Fotos der Prototype der Premium-Edition, die im fertigen Spiel auch noch eine Sechs-Spieler-Variante mit eigenem Spielplan beinhaltet. Das Spiel kann ab März auf Kickstarter gefördert werden. Eine spannende Spielstory, eine schöne Optik. Eigentlich wirkt die Insel wahrlich paradiesisch, doch das Spiel wird dann zum knallharten Gerangel um die besten Plätze in den Booten. Spielerisch wirkt das Spiel dann fast schon abstrakt. Ja, ich nenne es immer schachähnlich. Es gilt, die eigenen Spielzüge effizient zu durchdenken. Das Optimum, aus dem sich stets veränderten, zu holen, das kann dann auch schon mal zu einer gewissen Downtime führen. Eine Paralyse durch Analysegefahr besteht mit Grüblern auf jeden Fall. Vielleicht solltet ihr anfangs nicht gleich in Vollbesetzung spielen. Ansonsten kann ich bei einem noch nicht finalen Prototypen zwar noch keine Kultfaktorwertung abgeben, aber das Kultpotenzial beurteilen und das ist dann abhängig von der Zielgruppe. Wer abstrakte Denksportaufgaben, also strategische Spielzugplanung mag, eben Spiele wie Schach und Co. Der ist bei The Fog genau richtig. Alle anderen können sich ja mal die eigene Video-Review auf unserem Kanal ansehen, um zu beurteilen, ob ihnen das Spiel gefällt. Ich persönlich mag solche Spielzugoptimierungen und attestiere dem Spiel daher ein 8-Punkte-Potenzial. Golem beruht auf der Legende des Prager Golems, einer anthropomorphen Kreatur, kreiert zum Schutz des Volkes. Im Spiel erschaffen wir als Rabbiner diese Kreaturen und bewegen sie durch die Stadtviertel Prags. Gesteuert wird das Spiel unter anderem über eine Aktionsauswahl in der 3D-Synagoge, nämlich mit Hilfe von farbigen Murmeln, die uns unterschiedliche Aktionen ermöglichen. So können wir einen Golem aktivieren und schlafen legen, um Boni zu erhalten. Nur mit einer Bewegung reaktivieren die Golems sich. Wir erhalten Rohstoffe und Verbesserungen, ziehen auf der Golemleiste voran. Wir eignen uns Wissen an über Bücher, die wir sammeln, besorgen uns Artefakte und erhalten Unterstützung durch verschiedene Personen. Über die Rabbi-Aktion in jeder Runde erhalten wir weitere Boni und können auch neue Zielkarten erwerben, die am Spielende Punkte bringen, genau wie die gesammelten Menora in Abhängigkeit von anderen gesammelten Dingen. Zunächst einmal mag Lutz die schöne Verzahnung dieses Spiels und die spannende Aktionsauswahl. Das Spiel ist abwechslungsreich und belohnend zugleich, denn es gibt an vielen Stellen Boni abzugreifen. Das wiederum kann aber auch ein Minuspunkt sein, denn man muss höllisch aufpassen, keinen Bonus zu vergessen. Überhaupt wurde das Spiel mit Regeln überhäuft, die wiederum von Regeln begleitet werden. Kein einfacher Zugang also, kein elegantes Spiel wie Lutz sagen würde, sondern ein Spiel, in das man sich reinfuchsen muss. Die Symbolsprache wirkt da leider nicht immer unterstützend, was schade ist. Die Gestaltung ist erdüster und trifft auch nicht jedermanns Geschmack. Die spielerischen Entscheidungen hingegen sind knackig. Zusammen mit den interessanten Mechanismen ist Golem auf jeden Fall ein Spiel, das man vielen Spielern empfehlen kann. Dennoch haben sich die Autoren mit Spielen wie Wasserkraft oder Newton eine eigene Konkurrenz geschaffen, die mehr aus einem Guss erscheinen, als Golem es tut. So vergibt Lutz insgesamt sechs Punkte. Wer hingegen nichts gegen ausufernde Regelerklärungen und viele Detailregeln hat, der kann sich ja auch noch einstellen. Einen Punkt mehr vergeben. Stella Dixit Universe ist, wie der Titel bereits sagt, der neueste Teil aus der bekannten Dixit-Reihe. So beinhaltet auch Stella wieder neue, verträumte Bildkarten, kommt aber mit einem neuen Mechanismus daher. Die Bilder liegen in einem Raster, eine Wortkarte gibt einen Begriff vor, geheim markieren alle Spieler nun auf ihrem Board die Bilder, die ihrer Meinung zu diesem Wort passen. Die Krux-Übereinstimmungen bringen Punkte. Gibt es nur genau eine Übereinstimmung mit einem anderen Spieler, sind das zusätzliche Punkte und je mehr Bilder man markiert, umso mehr Punkte lassen sich natürlich auch machen. Aber Vorsicht trifft man auf ein Bild ohne Übereinstimmung kann man schnell ins Hintertreffen gelangen und nur die Hälfte der Punkte kassieren, wer nach vier Runden die meisten Sterne gesammelt hat. Ja, wir sind Sternsammler, der gewinnt. In Gabi-Spielrunden gibt es viele Dixit-Fans. Unzählige Erweiterungen sind da bereits auf dem Markt und die Karten lassen sich auch alle für Stellar verwenden. Die Optik des Spiels ist wieder einmal grandios, die Hauptneuerung ist aber der neue Mechanismus. Jetzt muss etwas gepokert werden, welche und wie viele Fotokarten man für sinnvoll erachtet, wenn ein fester Begriff vorgegeben wird. Nahezu 200 Begriffe sorgen für lange anhaltenden Spielspaß, zumal die Bildkarten ja auch in immer neuen Kombinationen ausliegen. Löst der neue Mechanismus gar den alten dauerhaft ab? Könnte sein, ja, er wirkt tatsächlich frischer und ist auch spannend, wobei Gabi fest daran glaubt, dass beide Spielweisen nebeneinander existieren können, da sie unterschiedlich genug sind. Für Gabi ist Teller auf jeden Fall eine Bereicherung der Dixit-Welt und so gibt es auch wieder sehr gute acht Kultpunkte. Der zirkus ist ein einfaches Kartenspiel, bei dem wir uns aus verdeckten Karten eine Manege bilden. In jedem Spielzug ziehen wir Karten und decken im eigenen Zug dann eine Karte auf und führen das auf, was drauf zu sehen ist. Die goldenen Elefanten tröten und stehlen den Mitspielern bereits gesammelte Elefantenstapel, deren Zahl um eins kleiner ist als der Trötofant. Dann geht es in einer festen Abfolge weiter. Wird nicht gestohlen, kann sich der Elefant mit einer gleichen Zahl aus der Mitte paaren. Geht kein Paaren, kann er in der Tischmitte trainieren und geht kein Training. Geht er spazieren, wird aber die Mausefalle nutzen, um Karten zu erhalten. Eine Mausklaut, einen Elefantenstapel, auch Lasso und Domteur können Elefanten einfangen. Wer zum Schluss die meisten Punkte machen konnte, gewinnt. Gabi findet, es ist ein flottes Spiel mit einfachsten Regeln, ideal für wenig Spieler oder Familien mit jüngeren Kindern. Der Glücksfaktor ist hoch, die Spieltiefe gering, man macht das, was auf den Karten zu sehen ist, ja, weitreichende taktische Entscheidungen gibt es quasi nicht, so spielt sich das schöne illustrierte Spiel rasch herunter, ist dabei auch ganz spaßig, wenn man keine strategischen Ansprüche stellt. Allerdings beinhaltet der Mechanismus einen Ärgerfaktor, den man mögen muss, heißt es auch ertragen können muss, wenn einem Dinge gestohlen werden. Das kann nicht jeder, aber wer so etwas mag, der hält ein nettes Spielchen. Für zwischendurch, wie gesagt, glückslastig, aber kurzweilig, macht 6 Punkte. Über die Entstehung der Arten nimmt uns mit auf die Forschungsreise Darwins zu den Galapagos-Inseln, um mit wichtigen Erkenntnissen in der Evolutionstheorie zurückzukehren. Im eigenen Spielzug kann entweder geforscht werden, das bedeutet, es werden farbige Marker auf ausliegenden Artenplättchen auf dem Spielplan platziert, Ressourcen, die gleich benötigt werden. Alternativ kann im eigenen Spielzug entdeckt werden, neue Artenplättchen müssen mit Ressourcen von Karten oder von angrenzenden Feldern bezahlt werden, um sie platzieren zu können. Eine geringer entwickelte Art kann von einer höher entwickelten Art übertroffen werden. Nach einer Entdeckung bewegt sich auch das Schiff die HMS Beagle weiter und löst in Abständen Wertungen aus, die vorgegebene Ziele mit Punkten belohnen. Wer davon am Ende am meisten gesammelt hat, seine Schildkröte, also am weitesten nach vorn gebracht hat, der gewinnt. Gabi war sehr angetan vom Thema des Spiels und auch vom Material. Die Geschichte von Charles Darwin ist spannend und wurde optisch auch gut umgesetzt. Spielerisch haben wir es dann jedoch weniger mit echter Evolution zu tun. Vielmehr steht ein gutes Ressourcenmanagement im Vordergrund, durchaus taktisch, aber doch recht simpel von den Regeln, sodass das Spiel schon als Familienspiel einsortiert werden kann. Die Reise mit der Beagle verläuft dabei sehr ruhig, ja man schaut, dass man Ziele erfüllt, ansonsten passiert erst einmal nicht viel drumherum. Dabei kann die Spieltiefe durch mehr Möglichkeiten aber durchaus mitwachsen. Viel Spielern bleibt sie dennoch zu seicht. Je nach Zielgruppe vergibt Gabi 6 bis hin zu 7 Punkten. Möchtet ihr die vorgestellten Spiele noch einmal ausführlicher kennenlernen? Dann empfehle ich euch unsere begleitenden schriftlichen Rezensionen auf unserer Webseite. Schaut doch einfach mal rein. Ja, Was wurde diese Woche bei uns gespielt? Das ist hier die Frage. Zum Beispiel die Ruinen von Anak mit der Expeditionsleitererweiterung. Anak mit seiner Mischung aus Deckbuilding und Worker Placement beim Entdecken neuer Orte, beim Sammeln von Artefakten, beim Bekämpfen von Kreaturen, beim Fortschreiten auf der Forschungsleiste. All das kennt ihr wahrscheinlich schon. Die neue Erweiterung bringt nun jedem Spieler mit einem ihm zugeteilten Charakter individuelle Möglichkeiten, an die benötigten Objekte zu gelangen. Zudem wird die Forschungsleiste flexibler. Für Fans auf jeden Fall eine Bereicherung, ohne bei den Kern des Spiels zu verändern. In Beyond the Sun befinden wir uns im 23. Jahrhundert. Die Menschheit ist vom Aussterben bedroht. Nun wurden neue Technologien entwickelt, um über das Sonnensystem hinauszureisen. Jede Fraktion ist bestrebt, ihren Anhängern ein neues Zuhause auf einem der Dutzend bewohnbaren Planetensystemen zu geben. Auf dem eigenen Aktionsplan werden verfügbare Aktionen ausgeführt und Ressourcen produziert. So werden dann Raumschiffe bewegt, Systeme kolonisiert, die Wirtschaft verbessert und neue Technologien erforscht. Wurde eine bestimmte Anzahl an Errungenschaften erfüllt, gewinnt die Fraktion mit den meisten Punkten dieses gehobene Kennerspiel. Museum Pictura ist die Fortführung des vielleicht bereits bekannten Spiels Museum, das vor drei Jahren erschien. Damals stellten wir in unseren Museen historische Gegenstände sämtlicher Kontinente aus und mussten sie in eine passende Anordnung bringen, um damit Punkte zu sammeln. Pictura ist ein eigenständiges Spiel. Diesmal sind es berühmte Gemälde, die wir uns in unsere Museen holen. Das Spiel wurde dabei gestreamlined, wie man so schön sagt. Es spielt sich flüssiger mit neuen Ideen, wobei, wie eben auch bei Anak, der Grundgedanke erhalten bleibt. Eine Rezension folgt bald bei uns. Als frische Kickstarter-Auslieferung auf dem Tisch Wonderlands War, wie der Name bereits sagt, ziehen da bekannte Charaktere wie zum Beispiel Alice, Mad Hatter oder die Rote Königin in den Kampf. Bei einer Tea Party rekrutieren wir neue Wunderländer. Mit einer Mischung aus Draften, Backbuilding und Area Control versuchen wir, gegen die anderen Fraktionen zu bestehen und unsere errichteten Türme zu verteidigen. Weiter geht's als nächstes dann mit Rezensionen unter anderem zu Dinner in Paris, zu Cryo und zu den Chroniken von Avil. Alle News gibt's wie immer auf Facebook, Twitter und Insta und natürlich direkt auf unserer Webseite. Es kann sein, dass wir nächste oder übernächste Woche eine ganz kleine Winterpause machen, dann würde es das neueste Weekly erst in zwei Wochen geben, das ist aber noch nicht entschieden. Schaut einfach am besten wie immer auf unseren Kanal. Erst einmal wünsche ich euch eine verspielte neue Woche. Bis zum nächsten Mal.